Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zur ersten Folge Call of Duty Warzone. Das ist der neue Battle Royale Modus in Modern Warfare, den es jetzt tatsächlich auch kostenlos für jeden gibt. Natürlich kann man jetzt gerade erst, glaube ich, bis 20 Uhr nur spielen, wenn man das Grundspiel von Call of Duty hat, also Call of Duty Modern Warfare gekauft hat. Und ab 20 Uhr müssten es dann alle spielen können, egal ob man es hat oder nicht hat. Ihr müsst allerdings aufpassen, ich glaube, das ist auf dem PC 175 GB groß. Dauert natürlich dann sehr, sehr lange, bis ihr das gedownloadet habt, solange ihr keine absolut krasse Internetleitung habt. Deshalb freut euch da nicht so früh, dass ihr es vielleicht heute Abend noch spielen könnt, wenn ihr es nicht vorher downgeloadet habt. Das wird dann wahrscheinlich erst morgen irgendwie etwas. Allerdings, wenn ihr es vielleicht schon gedownloadet habt oder eine schnelle Internetleitung habt, dann könnt ihr das ab heute Abend spielen. Und ist auf jeden Fall ein ganz nices Game, kann man mal spielen. Ich denke mal, mein Hauptspiel wird allerdings Fortnite bleiben. Da ja auch die FNCS startet, werde ich in den nächsten Tagen wahrscheinlich deutlich eher viel Fortnite suchten und kein Call of Duty. Kompletter Bot. Ist leider gerade im Trio-Modus. Das heißt, das Ganze wird vielleicht nicht so extrem leicht. Ah, ich will die. So. Es wird vielleicht nachher auch noch einen Stream geben. Mal schauen, wie viel Zeit ich noch habe. Dann werden wir ein paar Runden eventuell Call of Duty zocken und dann die restliche Zeit wieder ein bisschen Fortnite. Oldschool-mäßig natürlich. Was mir auf jeden Fall schon mal nicht ganz so gut an dem Game hier gefällt, sind die Wartezeiten, die man hat. Da nämlich die Runde erst startet, wenn 150 Spieler drin sind. Das ist nämlich eine 150 Spieler PvP. Und bis so mal 150 Spieler zusammen sind, dauert es echt lange. Manchmal hat man Glück, dann startet es auch nach, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten von alleine. Aber irgendwie auch nicht immer. Also es ist teilweise tatsächlich sehr, sehr random. Ich hoffe, da machen die noch etwas, dass man vielleicht ein bisschen schneller in die Runden reinkommt, weil es echt nervig ist, wenn man so extrem lange warten muss. Dann eben halt, wie ich schon angesprochen hatte, wäre ein Solo-Modus auf jeden Fall ganz nice, weil so Solo gegen Trio zu zocken nicht auf Dauer Spaß bringt und man hat eben halt auch nicht dauerhaft irgendwelche Mates, mit denen man zocken will. Deshalb würde ich mich da auf jeden Fall freuen, sonst machen die es immer halt am Ende wieder wie bei Apex. Und ich glaube, in Apex würde das Spiel würde besser laufen, gäbe es einfach einen Solo-Modus. Das ist einfach so das Problem an dem Apex Battle Royale. Ich hoffe eben halt, hier wird das noch irgendwann, vielleicht sogar nachher schon gepatcht, wenn es für alle verfügbar ist. Müssen wir allerdings mal gucken. Ansonsten gibt es auch ein paar interessante Funktion. Zum Beispiel kann man nämlich Aufträge erledigen und dafür dann Geld bekommen. Das war close. Jetzt haben wir schnell weg. Und damit kann man dann in Shops irgendwelche Gegenstände kaufen. Und das ist im Prinzip so ähnlich wie Verkaufsautomaten in Fortnite, würde ich sagen. Kann man so ein bisschen vergleichen damit. Ist auf jeden Fall die erste nice Funktion. Und dann noch die Respawn-Funktion. Denn dort landet man in so einem Duell, wo man 1v1s machen muss. Und wenn man dann eben halt dort das 1v1 gewinnt, kommt man wieder zurück und hat dann eben halt noch eine zweite Chance. Danach ist man dann allerdings, wenn man das nächste Mal stirbt, tatsächlich komplett down. Dann hat man keine weitere Chance mehr. Aber auf jeden Fall gibt es da einem schon eine ganz gute Chance, eben halt nochmal einzusteigen. Wird es wahrscheinlich nachher auch geben. Ich denke mal, ich werde jetzt ein bisschen was zusammencutten, damit ihr so einen Eindruck vom Game bekommen könnt. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auf jeden Fall. Lasst natürlich gerne hier auf dem Kanal ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Und natürlich generell Feedback zu meinem Kanal. Würde mich auf jeden Fall extrem interessieren. Schaut doch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Auch wenn ich dort vielleicht heute nicht mehr streame, wenn ihr ein Follow da lasst, verpasst es auf jeden Fall nicht. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit den Highlights. Und ich habe ihn bekommen. Man wird zum Glück auch wieder immer auf
100 HP hochgeheilt. Nein, er hat mich bekommen. Er hatte eine Shotgun. Ja, keine Chance. Jetzt bin ich in diesem Gefangenenlager. Und jetzt muss ich mal versuchen, das 1v1 zu gewinnen. Ja, der ist ja hinten auf der rechten Seite. Oh nein, er hat mich bekommen. Schade. Oh, no way. Nein, er hat mich bekommen. Sehr schön. Komplett low, aber das spielt hier keine Rolle, ne? Da hinten ist irgendwo ein Gegner. Schade. Nein, er kam wieder von oben. Hier ist jemand drin. Way. Er hat mich bekommen. Okay, das war's dann mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video.